Willkommen zu den organismischen Pflanzenwissenschaften. Heute geht es im zweiten Teil der Anpassungsvorlesung um Umweltbedingungen. Dies natürlich in gebotener Kürze, weil wir haben eine Erstsemestervorlesung und müssen jetzt mal die Grundbegriffe klären. Also hier dieser Bereich ist heute eben unser Thema. Wir fangen an mit einem sehr häufig genannten Begriff, die Lebensform, in einem Atemzug mit der Wuchsform. Das ist ein bisschen was Unterschiedliches, aber wird dann oft auch gemeinsam irgendwie vermengt. Hier mal zur Klärung. Die Lebensform geht im Grunde der Gesamtbau einer Pflanze und dann geht es ein Stück weit um die Überdauerung. Genauer gesagt um die Innovationsknospen bei der Überdauerung. Das folgt einer Einteilung nach Rankine aus den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts, also etwas älter. Die hat sich aber offenbar bewährt und ist bis heute noch sehr gebräuchlich. Man kennt dann die Luftpflanzen, die Phanerophyten, die ihr Erneuerungsknospen fernab vom Erdniveau eben haben. Man kennt das von Sträuchern, von Bäumen und Ähnlichem. Dann gibt es die Chamäophyten, die Oberflächenpflanzen. Das sind verholzte Gebilde, wo dann die Innovationsknospen in Oberflächennähe sind. Und der dritte Punkt, der wichtig ist, sind die Kryptophyten. Das sind die Erdpflanzen, also Zwiebeln, Rüben, Rhizome, alles, was unterirdisch eben überdauert und hier auch die Innovationsknospen hat. Ein Synonym für Kryptophyten ist auch die Geophyten, das findet man beides gleichmäßig. Im angelsächsischen Raum sogar mehr Geophyten als Kryptophyten. Dann hatte Raumgier noch eine vierte Form unterschieden, die Hemikryptophyten. Das wären dann solche Pflanzen, deren Innovationsknospen eher im Erdniveau sich befinden. Das lässt sich aber nach neuesten Studien eigentlich überhaupt nicht mehr halten. Darum habe ich die Hemikryptophyten hier mit reingepackt in die Krypto- oder Geophyten. Und dann schwenkt Ranke ja nochmal ganz gemütlich um und sagt, bei Pflanzen, die gar keine Innovationsknospen haben, gehören Therophyten, das sind die einjährigen Kräuter, nun, die gehören eben auch noch dazu. Man kann davon halten, was man will, aber man findet eben das oft in Büchern und man sollte zumindest wissen, was der Begriff Lebensform eigentlich für eine Bedeutung hat. Hier geht es also um die Lage der Innovationsknospen. Die Wuchsformen ist was anderes. Das ist im Grunde eine Beschreibung dessen, was ich sehe, also das, was eine Pflanze ausmacht, aus ihrem genetischen Potenzial und den entsprechenden Umweltbedingungen, die ja eben auch eine Gestalt einer Pflanze sehr stark formen. Da gibt es verschiedene Grundmuster, das kennen Sie auch alle, zum Beispiel im Baumwuchs, wo wir also eine Differenzierung haben in Stamm und Krone, wo wir verholzte Achsen haben, wo die Innovation eben Peripherie an der Baumkrone erfolgt. Strauch ist ebenfalls eine verholzte Achse, wo aber die Innovation immer wieder basal sich erneuert. Also ein Strauch hat in der Regel mehrere Stämme, wenn man so will, aber immer wieder kommt der von unten neu raus. Das haben Sie ja in der Holzvorlesung schon ein bisschen gehört. Dann gibt es sowas wie Polsterwuchs, das kennt man nicht überall. Das gibt es so in bestimmten Gebieten. Da habe ich ein Beispiel mal, hier die Sirena caudis mitgebracht. Das ist ein ganz typisches Polster. Eine bestimmte Anpassung an Umweltbedingungen, den habe ich in den Alpen in etwa 2.500 Meter Höhe gefunden, wo also schwere Schneelasten natürlich eine Beeinträchtigung für den Habitus bedeuten. Und wenn man hier so ein bisschen näher rein zoomt und die Pflanzen, da sieht man hier die Fruchtkapseln, hier sieht man die Blüten und noch ein bisschen näher die Blüten noch besser. Und wenn Sie dann eine einzelne Pflanze rausnehmen oder eine einzelne Achse rausnehmen, dann sind die sehr klein und viele dieser Pflanzen oder Klone sind dann zusammen ein großes Polster. Hat bestimmte physiologische Bedeutungen, die uns aber jetzt hier nicht näher interessieren. Sowas macht man eher in der Ökologie. Hier geht es mehr um die Begriffsklärung, dass wir ein Stück weit wissen, was bedeutet eigentlich Polsterwuchs. Schlingwuchs, darüber werden wir sprechen müssen, über Pflanzen, die sich nicht selbst tragen können. Das ist so das Winden, Ranken, Haften und Klimmen. Das machen wir bei den Funktionen im dritten Teil der Anpassungsvorlesung. Lianen sind ebenfalls nicht selbsttragende Pflanzen, die aber im Gegensatz zu den Schlingpflanzen verholzte Achsen haben. Auch in unseren Breitengraden hier in Mitteleuropa haben wir Lianen. Ich habe mal hier die Clematis vitalba fotografiert, jetzt im Winter, jetzt vor kurzem aufgenommen. Man sieht hier ganz normale Bäume. Hier oben sieht man, da sind auch Äste der Clematis. Und hier sieht man die Clematis-Achsen, die nicht selbsttragend sind. Wenn sie oben abschneiden, würden wir das ganze Ding runterfallen, wie so ein
Tau. Und hier hat man drei solcher Taue. Daran könnten Sie sogar Tarzan spielen, wenn Sie wollten. Und wenn es hier oben eben ordentlich verankert ist. Also ganz typische Lianen, auch bei uns in unseren Wäldern. Ganz häufig zu sehen. Dann den Kaktoidenwuchs, den hatten wir ohnehin schon mal besprochen. Sie erinnern sich mit der voluminösen Achse, die in der Regel blattlos ist, wenig verzweigt und so weiter. Lass uns damit abschließen und zu den Außenfaktoren gehen. Auch da einfach so ein paar Erwähnungen, die wichtig sind, damit man so ein Grundverständnis davon hat. Zunächst mal, Außenfaktoren wird gerne benutzt im Zusammenhang mit dem Stresskonzept. Das bedeutet, die Theorie dahinter, die Pflanze hat optimale Bedingungen und funktioniert so mit optimalen Bedingungen wunderbar. Wenn die Bedingungen nicht mehr optimal sind, dann ist die Funktionalität irgendwann eingeschränkt und das nennt man Stress. Kann man sich hier an dem Bild schon ganz gut vorstellen. Aber dieses ganze System ist viel komplexer, als man eigentlich so denkt und man muss sich davor hüten, die Wahrheiten zu schnell da so rauszuholen. Es gibt dann auch so wunderbare Unterteilungen, dass die Pflanze erst eine Alarmphase hat, dann eine Widerstandsphase, eine Erschöpfungsphase hat. Kann man so machen, bin ich eigentlich eher unzufrieden. Ich hätte lieber, dass Sie über Dinge deutlich nachdenken. Denn zunächst mal muss man erklären, was heißt unpassende Bedingungen. Jede Pflanze hat bestimmte Bedingungen, die sicher optimal sind, aber was heißt denn jetzt unpassend? Wir sind dann mittendrin in autökologischen Fragestellungen, sehr wichtig. Wir müssen uns überlegen, was ist für eine Pflanze optimal? Und dazu müsste man zunächst mal für viele verschiedene Bedingungen Optimumskurven erstellen. Das für jede einzelne Pflanze, also zum Beispiel die Keimungsrate, das kennen Sie ja aus der Samenvorlesung, also bestimmte Optimumskurven gibt es ja für ganz viele Merkmale. Wenn Sie das so überlegen, wenn Sie das für eine einzelne Pflanze machen wollten, dann gibt es ja so wahnsinnig viele Bedingungen, die passend oder unpassend sein könnten, von Licht bis Nährstoff und so weiter. So, im Grunde geht es zu kalt, zu warm, zu nass, zu trocken, zu hell, zu dunkel und so weiter und so weiter. Dieses Konzept ist gut, wenn man in der Lage wäre, für jede Pflanze das Optimum rauszuholen. Und das Dumme ist nur, verschiedene Pflanzen haben verschiedene Optimumskurven für verschiedene Bedingungen. Darum ist es wichtig, diesen Gesamtkomplex zu sehen und es ist immer sehr schwierig zu sagen, das ist jetzt gut für die Pflanze oder aber nicht. Dieses Ding wird jetzt gerade beim Klimawandel immer interessanter. Wann gerät eine Pflanze unter Stress? Der Wald zum Beispiel. Ist das jetzt zu trocken? Sterben deshalb die Fichten ab? Sind die Buchen jetzt wirklich schon geschädigt? All diese Dinge muss man sehr sorgfältig hinterfragen. Man muss aufpassen, dass man nicht zu Interpretationen kommt, denen im Grunde die Basis, die genaue Analyse der optimalen Bedingungen fehlt. Ich möchte in dem Zusammenhang lieber dann einige Reaktionen von Pflanzen auf Außenfaktoren erläutern, um eben auch hier ein vergleichbares Niveau zu haben, mit dem wir unterhalten können. Eine wichtige Sache ist die Modifikation. Modifikation ist ein hübsches Gebilde und ich zeige Ihnen das hier am Löwenzahn, hier eine Wurzel, eine Rübe genauer gesagt. Und die Rübe wird dann eben mal geteilt. Wir haben dann quasi zwei Klone, also genetisch identisch. Und diese beiden Teile bringt man nun ins Gebirge. Genauer gesagt einmal im Flachland und einmal hier oben im Hochgebirge. Da pflanzen wir unsere beiden Klone eben mal ein, warten ein Jahr und schauen uns dann an, was ist aus den Pflanzen geworden. Hier haben wir den typischen Löwenzahn im Flachland. Das ist der Löwenzahn im Hochgebirge. Man merkt, das genetische Potenzial bei beiden Pflanzen ist dasselbe, aber die Ausprägung aufgrund der Umweltbedingungen ist sehr unterschiedlich. Größere Blätter, insgesamt einen mastigeren Wuchs im Flachland als im Hochgebirge. Man sieht auch weniger Blütenstände und solche Dinge. Hier sieht man Unterschiede rein durch die Auswirkungen wunderbar zu erkennen. Das Zweite, was ich Ihnen mal zeigen wollte, ist die Vergeilung oder Etiolement. Die Vergeilung ist ein ungehemmtes Wachstum, wenn man so will, eine Triebverlängerung. Und Sie sehen hier eine normale Kartoffel und hier sehen Sie, das kennen Sie, wenn Sie Kartoffeln so im Boden liegen bzw. im Keller liegen lassen, dann fangen die irgendwann an auszutreiben. Gut, das ist deren Prinzip und das Austreiben führt zu einer neuen Pflanze. Die sehen dann etwa so aus. Es gibt aber auch, und das kennen Sie, solche Phänomene. Sie vergessen Ihre Kartoffeln, irgendwann haben Sie so lange, bleiche
Triebe. Und das ist das Vergeilen. Und hier sieht man sehr schön, was eigentlich passiert beim Vergeilen. Vergeilen heißt in dem Moment zu wenig Licht. Also die Pflanze strebt nach Licht. Und was sie dazu tut, ist erstens, sie baut keine Laubblätter aus, sondern nur die Rudimente hiervon. Aber sie merkt ja, ich finde kein Licht, also ich muss nach oben. Warum soll ich mir die Kraft nehmen? Also mache ich wenig Laubblatt. Dafür verlängere ich aber die Internodien, also diese kurzen Zwischenknotenstücke, die verlängere ich so lange, bis ich einen Bereich kriege, wo ich ans Licht komme. Das ist das typische Vergeilen. Das gibt es bei verschiedenen Pflanzen, verschiedenen Gelegenheiten. Und mal so einen Nutzaspekt dazu erwähnen, wenn Sie unsere Sichorie nehmen und mit einer hübschen Blütenstand hier und dann gucken Sie sich mal an, wenn Sie die Rüben ausgraben und diese Pflanzen im Trockenen sich austreiben lassen, dann haben Sie hier einen solchen verbleichenden Vergeilungsprozess zunächst mal. Und das ist eben unser Bleichgemüse, hier in dem Fall Chicorée. Das Dritte, was ich noch erwähnen möchte in dem Zusammenhang hier, sind Bewegungen. Pflanzen bewegen sich manchmal sehr langsam, manchmal auch relativ schnell. Und hier einfach in dem Zusammenhang die Einteilung der Bewegungen und die typische Reizreaktionskette, wie man sie so kennt, auch von Tieren. Als Beispiel unsere schönste Bewegung, die Venusfliegenfalle. Hier die Fliege und hier die eigentliche Falle. Und an dem Beispiel kann man schön zeigen, wie so die Reizkette erfolgt. Das erste ist, wir brauchen eine Reizaufnahme. Das heißt, wir brauchen Sinnesborsten und die berühren sich. Beziehungsweise die werden berührt. Also hier haben Sie nochmal das Blatt von oben, da sind die Sinnesborsten und wenn die Beute, sage ich mal so, mal so gemein, die Beute hier mehrmals an diesen Sinnesborsten drankommt und die verbiegt, dann wird der Reiz aufgenommen und dann kommt es zu einer Reizwandlung. Das bedeutet, wir haben an der Basis der Borsten Sinneszellen und beim Umbiegen sinkt das Membranpotenzial sehr stark und dann wird das Signal sofort weitergeleitet über Aktionspotenziale. Das kennen Sie aus der Physiologie oder werden Sie dann auch kennenlernen, wird dann entsprechend weitergeleitet. Das geht bei Dionea für Pflanzen erstaunlich schnell, 1 bis 3 cm pro Sekunde. Da gibt es im Tierreich natürlich noch ganz andere Beispiele. Aber das reicht aus, um eine vernünftige Antwort zu machen. Und die Antwort bei Dionea sieht sehr leicht aus. Die Fliege kommt rein, kommt an die Sinnesborsten und dann ist die Bewegung so schnell, dass die Fliege es nicht mehr schafft, diesem Ding hier zu entfliegen und wird dann hier gefangen. Dann entsprechend als fleischfressende Pflanze wird dann diese Fliege entsprechend zersetzt und die Nährstoffe aufgenommen. Das soll genügen und wir lassen uns lieber über Bewegungen und die Einteilung von Bewegungen sprechen. Grundsätzlicher Art mit ein paar Beispielen, damit wir einfach wissen, wovon wir reden in den verschiedenen Kontexten. Das ist ja alles vor allen Dingen Ökologie, was dann dahinter steckt. Die erste Art von Bewegungen sind die freien Ortbewegungen. Das machen natürlich Tiere deutlich mehr als es Pflanzen machen. Dennoch, auch hier gibt es Fälle, wo sich Pflanzen als Ganzes in einer bestimmten Umgebung bewegen können. Hier mal die Sommerhyazinthe, Ornithocalum candicans. Sehen hier die Zwiebel und Sie sehen hier unten die Datum der Aufnahme der entsprechenden Fotografien. Hier ist schon ein bisschen das älter her, aber Sie sehen, die Zwiebel landet nach etlichen Monaten doch in einer deutlich höheren Tiefenlage von mehreren Zentimeter. Dieses Ding hat sich also als gesamtes Organismus hier entsprechend nach unten bewegt. Ein anderes Beispiel, unsere weißen Trittelaie hyacinthina, kommt in Amerika eher vor. Hier sehen Sie die Tochterknollen. Da sind so lange Zugwurzeln dran und die schaffen es, dass das gesamte Gebilde hier, das kann man hier ganz schön sehen, das ganze Gebilde hier weiter von der Mutterpflanze fortbewegt wird. Das sind langsame Bewegungen, dennoch bewegen sich diese Pflanzen komplett frei im Raum und können so ihre Position verlagern. Das ist selten, aber kommt vor. Aber häufiger sind bei Pflanzen Bewegungen, die am Standort ablaufen, weil die Pflanzen in der Regel am Standort gebunden sind. Und da unterscheiden wir
zwei verschiedene Dinge. Das eine ist die Unabhängigkeit von der Reizrichtung. Also da kommt irgendein Reiz, ein Außenfaktor Reiz an, aber es kommt zu einer ungerichteten Bewegung. Das nennt man Nastien. Und das zweite, das dritte insgesamt ist, wenn die Reizquelle eben auch zu einer Orientierung führt, das wäre der Tropismus. Also merken muss man sich drei Begriffe, Taxien, Nastien und Tropismus. Wobei Nastien und Tropismus Bewegungen sind, die am Standort passieren. Und wenn wir bei Tropismus sind, kann man natürlich bei der Orientierung entscheiden, geht das zum Reiz hin, dann bin ich positiv, geht das zum Reiz weg, bin ich negativ und geht das quer zum Reiz, dann ist das Diatropismus. Und das erkläre ich Ihnen nun an ausgewählten kleinen Beispielen. Wir hatten das schon mal bei den Wurzeln besprochen. Sie erinnern sich, die Wurzel kann zum Erdmittelpunkt wachsen oder aber nach oben wachsen oder aber sich irgendwo seitlich diagravitrop wie Seitenwurzeln sich eben benehmen. Das hatten wir besprochen, das kann man kurz machen. Temperatur ist interessant. Da habe ich zum einen das thermonastische Beispiel. Das geht es um Öffnungen von Blüten. Meistens von Blüten, die so als Frühblüher bekannt sind, Tulpen und Krokus. Und wenn Sie Tulpen in der Vase im Zimmer stehen haben, das wissen Sie, Sie kaufen die Tulpen, stellen die ins warme Zimmer und blub gehen die auf und dann abends wieder zu und am nächsten Morgen wieder auf wegen Temperaturerhöhung und die wachsen dabei und irgendwann hängen diese Tulpen wie so Hängetulpen in der Gegend rum. Ein Grund, warum ich Tulpen nicht so mag. Aber das sind typische Bewegungen, öffnen, schließen aufgrund der Wärmetemperaturunterschiede. Nasti, auch hier ganz deutlich, wir haben eine ungerichtete Bewegung, der Reiz ist Temperaturerhöhung, aber das ist eine ungerichtete Bewegung, ich gehe auf oder zu. Gehen wir zum Licht, das kennen wir natürlich, wir setzen eine Zimmerpflanze in eine dunkle Ecke und wir wissen, die wächst zum Licht, das nennt man positiv phototrop oder positiver Phototropismus. Das kann auch umgekehrt sein, zum Beispiel die Haftwurzeln des Efeus, die werden wir noch später besprechen. Die wollen in irgendwelche Ritzen reinwachsen, das ist negativ phototrop, die mögen kein Licht. Blätter stellen sich quer zum Licht, das macht auch funktionell Sinn, weil dadurch wird die Fläche eben zum Licht gestellt und damit habe ich eine optimale Assimilation. Das nennt man Diaphototrop oder Diaphototropismus. Des Weiteren gibt es Blütenöffnungen oder Blütenstandsöffnungen. Mir fällt dann immer sofort der Löwenzahn ein, das ist ein Blütenstand, der öffnet sich, wenn Licht da ist. Aber auch hier dann eben keine tropistische Bewegung, sondern eine nastische Bewegung, weil die Öffnung erfolgt unabhängig von der Reizrichtung. Das erkennen Sie sehr gut, wenn Sie ein Löwenzahnfeld sich im Frühjahr anschauen, bei Sonnenschein, alles schön gelb, dann am nächsten Tag regnet es und Sie finden die Löwenzähne kaum noch wieder. Das sind, glaube ich, Erscheinungen, die haben wir alle schon mal beobachtet. Chemische Reize sind sehr interessant. Hier können wir positiv chemotrope oder positiv chemotropistische Bewegungen unterscheiden von den chemonastischen Bewegungen. Wir haben hier mal zwei Beispiele: Wachstum des Pollenschlauchs oder Wachstum der Keimlinge des Teufelszwirns. Das sind beide positiv chemotrope oder chemotropistische Bewegungen. Den Pollenschlauch zeige ich Ihnen später. Auch mit den Keimlingen des Teufelszirn erkläre ich Ihnen später nochmal genauer. Aber man sieht hier schon mal, diese Keimlinge wachsen zum Wirt hin. Das erfolgt offenbar über einen chemischen Reiz. Und chemonastisch ist zum Beispiel die Öffnung von Spaltöffnungen bei CO2-Mangel. Das wäre chemonastisch. Dann haben wir noch Berührung bei Ranken, bei Krümmungen und solchen Dingen. Das muss man im Detail besprechen, das tun wir jetzt hier mal nicht. Aber das letzte Beispiel, die Seismonastie, also eine nastische Bewegung aufgrund einer Erschütterung. Da gibt es ein ganz besonderes Beispiel, nämlich die Mimose, Mimosa pudica, eine Fabacea. Früher waren es die Mimosaceen, das ändert sich ja schon mal je nach Wertung der Merkmale. Mimose ist eine sehr hübsche Pflanze, pantropisch und hier sehen Sie diese schönen Blätter, wunderbar die Blüten. Und wenn jetzt hier mal dran gerüttelt wird oder wenn ein schwerer Elefant durch die Gegend läuft, dann klappen diese Blätter rasch runter, hier sieht man es, und sind im Grunde vom Fressfeind kaum noch zu erkennen. Da sind immer noch die Blüten. Hier ist die nächste Pflanze, die hat die Erschütterung noch nicht mitgekriegt, die aber schon, wird als Futterquelle nicht mehr erkannt. So die Interpretation. Genaue Untersuchungen, warum die Pflanze das macht, gibt es nicht, aber die Vermutung liegt nahe, dass es sowas sein muss.
Insgesamt gebe ich Ihnen hier so ein paar kurze, ich frage mal fast Standortbestimmungen zu Umwelt und diese ganze Problematik. Das muss natürlich dann in der Ökologie deutlich vertieft werden in Einzelbeispielen. Hier einige wichtige Grundbegriffe, die man zumindest können muss und einordnen kann in ein wissenschaftlich orientiertes Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören.